Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 4. In der letzten Folge hat uns die Streitkraft Baron bzw. die Burg Fabul angegriffen. Sie haben den Kristall geraubt und sogar unsere geliebte Rosa genommen. Der Schuft Golbis steckte dahinter. Wir haben dann Pläne geschmiedet, Golbis zu verfolgen und zu bekämpfen. Der König von Fabul hat uns dafür ein Schiff geliehen, sodass wir dann nach Baron reisen konnten. Doch auf dem Weg dorthin ist uns Leviathan vor die Flinte gelaufen, beziehungsweise wir sind ihm vor die Flinte gefahren und er hat unser Schiff versenkt und damit auch all unsere Charaktere, bis auf einen, und der steht hier jetzt auf einer Landzunge. Jetzt Cecil ist ganz alleine. Und wichtig, wichtig, jetzt auf jeden Fall speichern, denn hier läuft ein sehr starker Gegner rum. Und alleine ist er ja fast gar nicht zu bezwingen, falls ihr an einem schlechten, noch niedrigen Level seid. Das Dorf befindet sich zur Rechten im Osten, nicht weit von hier. Jedoch, wie gesagt, kann es passieren, dass hier ein starker Gegner auftaucht. Und ich marschiere jetzt mal gleich dieses Dorf drauf zu und hoffe, dass ich, ja, ohne Zwischenkampf dahin komme. Wir betreten hier in Mysidia. Und wir wissen ja, wir waren am Anfang des Spiels schon mal hier und haben den Kristall genommen. Das heißt, die Dorfbewohner, die hier rumrennen, sind wahrscheinlich so sehr gut auf uns zu sprechen. Diese Weißmagierin erzählt uns, die Teufelsstraße verkrümmte die Dimensionen. Angeblich muss man viel Kraft opfern, sie zu überqueren. Die Teufelsstraße, ja, wir haben ja in Baron mit dem einen Typen gesprochen, der auch die Teufelsstraße bewacht. Wir konnten aber nicht durch, weil sie ja hier von einem anderen Ende versiegelt ist. Und der Schwarzmagier erzählt uns, Mörder, nimmt dies! Frosch! Und wir sollten hier nicht mit jedem sprechen, denn, wie wir sehen, sie sind nicht gut auf uns zu sprechen. Ja, jedoch können wir hier, wenn wir ihn nochmal ansprechen, diesen Zauber wieder rückgängig machen. Ich möchte kein Frosch sein. Danke. Was erzählt er uns? Ich habe nichts mit euch zu besprechen. Ja, wir sind ja echt nicht erwünscht. Die Teufelsstraße, welche direkt nach Baron führt, befindet sich innerhalb dieses Gebäudes. Wir haben die Straße versiegelt, nachdem uns Baron angegriffen hat. Ja. Erzählte ich ja bereits. Was haben wir hier für einen? Blankety Blank! Du bist zurück! Geh weg! Wir haben ja echt für Angst und Schrecken gesorgt. Verständlich. Achso, ja, das hatten wir schon, die Teufelsstraße. Da braucht man viel Energie, um da durchzufahren. Was haben wir? Hat er uns hier schon? Ich habe ja nichts mit euch, ja. Mit dem haben wir auch schon gesprochen. Wir gehen mal hier eben in den Waffenladen. Gucken wir mal, ob es sowas Neues gibt. Mein Inventar ist voll. Wollen wir mal irgendwas verkaufen? Ah, hier das Igel-Ei. Das wollte ich ja mal herzeigen. Das haben wir ja schon in der ersten Folge, glaube ich, bekommen. Oder in der zweiten. Ist eigentlich, ich finde, ein unnützes Item. Ich zeig's mal eben her. Und zwar können wir dann auf der Weltkarte das benutzen. Und ja, Zoom-Out-Map heißt das. Wir können einfach die Weltkarte ein bisschen rauszoomen. So ein paar Meter. Aber mehr können wir hier auch nicht machen. Leider. Also ich finde diesen Gegenstand, das angeht, recht sinnlos. Egal. Dafür ist jetzt wenigstens unser Inventar frei und wir können sogar auf die Waren gucken, was hier so im Waffenladen gibt. Eisstab oder Eisknüppel. Ein Kurstuff. Crossbogen, sehr wichtig. Das und die heilige Pfeile, das wird später noch interessant werden. Genauso wie hier im Rüstungsladen. So ein Schwarzmagier zugebe. Was willst du? Noch mehr Waffen, um unsere Leute abzuschlachten? Ja, ist ja gut. Nein, ja, weiß nicht. Wir sehen, hier gibt es jede Menge Sachen mit sehr teure Sachen. Gibt es Paladin-Ausrüstung. Können wir aber nicht anlegen, genauso wenig wie das hier oben. Gut. Gehen wir halt wieder raus. Und schauen mal, was im Norden hier. Mein Gott, geht's weg! Hier so im Norden auf uns wartet. Hi, ich habe mich gefragt, ob du weißt, wie viel wir gelitten haben wegen dir. Guten Tag. Komischer Magier. Du besitzt die Frechheit, hierher zurückzukommen?
Ja. Aber unfreiwillig, ich schwöre. Hier ist das Haus der Gebete und ich habe ganz was vergessen. Nochmal zurück ins Inn. Da gab es auch noch eine interessante Sache, die ich mal herzeigen wollte. Hier gibt es erstmal einen Brief an der Wand. Baron soll in der Hölle schmoren! Alles Anti-Baron hier. Hier haben wir eine Tänzerin. Hey, schau dir das an. Was passiert? Ich werde schläfrig. Hat sie uns etwa eingeschläfert? Mit einem Tanz? Was ist da los? Was passiert hier? Eine Frau mit einem Schwein? Halt, Moment! Wir sind das Schwein! Unfassbar! Verflucht seist du und alle ausmerren! Super! Wir sind ein Schwein. Ja, wie wir hier sehen. Ein blaues Schwein sogar. Unfassbar. Aber wie ich es ja schon... Nein, ich habe es noch gar nicht gesagt. Aber wie wir es vorhin schon gesehen haben, können wir das doch mal rückgängig machen, indem wir das Ganze einfach nochmal durchlaufen. Deswegen schauen wir uns den Tanz nochmal an. Und wachen dann, wie nach einer Vollrauschparty, wieder hinter der Kneipe auf. Frau wird uns auch wieder bespucken wollen, wahrscheinlich. Ja, so sieht's aus. Curses! Na dann. Aber wir müssen noch mit den anderen Leutchen da im Pub reden. Was die so uns noch alles antun wollen. Was hast du uns? Bitte töte mich nicht! Ich habe 5 Kinder zu ernähren! 5 Kinder! Der Mann war fleißig! Ihr Monster! Lasst unsere Leute frei! Ja, das würde ich ja gerne, aber von dir kann ich da leider nichts machen! Verpiss dich! Ich habe keine Angst vor dir! Vielen Dank! Verpiss mich ja schon! Wirt, ich hätte gern ein Getränk! Du siehst erschöpft aus! Hier, trink dies. Danke. Stirb, du dämlicher Ritter. Ja. Er hat uns, wie wir sehen, vergiftet. Jeden Schritt, den wir machen, nehmen wir 1 HP-Schaden. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber wir wollen das mal wieder entfernen. Antidot. Dankeschön. So, bloß raus hier aus dieser elenden Kneipe. Hier oben im zweiten Stock oder im ersten Stock könnten wir uns hinlegen. Das brauchen wir aber noch nicht. Na, hier gehen wir erstmal wieder zurück ins Haus der Gebete. Wo wir eben schon einmal kurz reingelugt haben. Den Leuten springen wir gleich. Hier oben links gab es noch einen Schwarzmagier. Der erzählt uns, alle werden unschuldig geboren, doch heutzutage durchziehen viele böse Seelen die Lande. Stimmt wohl. Hier gibt es noch ein Bücherregal mit einem, ja, mit einer Enzyklopädie der schwarzen Magie. Interessant. Und Heilungssprüchen. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Ursprung allen Seins. Oder so ähnlich. Was erzählt uns denn der Schwarzmagier hier? Der Älteste sagt, wir sollen euch vergeben und eure schrecklichen Taten vergessen. Aber das kann ich nicht. Ja, das wäre auch zu viel verlangt. Ihr seid im Haus der Gebete. Ihr könnt mit dem Ältesten sprechen, wenn ihr das wünscht. Na komm, wir wünschen es einmal. Ritter aus Baron, was wollt ihr dieses Mal? Mein Name ist Sessi. Ich kann nicht verlangen, dass ihr mir vergebt für das, was ich getan habe. Entschuldigungen werden die Toten nicht wieder zurückbringen. Nun, du trauerst und leidest genauso wie wir. Du bist nicht der geistlose Killer, der du einst warst. Was führt dich hierher? Ein Hexenmeister namens Golbez, jetzt Anführer der Streitkräfte Barons, nahm eine Freundin gefangen. Als wir auf dem Weg nach Baron waren, um sie zu befreien, wurden meine Begleiter von Leviathan angegriffen. Ich bin hier gestrandet und habe keine Ahnung, was mit den anderen geworden ist.
Ich habe das Gefühl, dass deine Prüfung gerade erst begonnen hat. Aber solange du vom dunklen Schwert abhängig bist, wirst du das wahre Böse nie überwinden. Außerdem wirst du eines Tages von der Dunkelheit verschlungen werden. Wenn du wünschst, gegen das Böse mit Gerechtigkeit zu kämpfen, geh zum Berg Ordeals, welcher östlich von Mysidia liegt. Aber meine Kameraden, es gibt Zeit für alles. Erst musst du den Berg Ordeals erklimmen und das dunkle Schwert für ein heiliges Schwert aufgeben. Nur dann kannst du das Licht empfangen und ein heiliger Ritter werden, ein Paladin. Es haben sich schon viele auf den Berg Ordeals gewagt, um ein Paladin zu werden. Aber niemals ist jemand zurückgekehrt. Wirst du dein Leben auch riskieren, um nach Ordeals zu gehen? Ja. Du hast geringe Chancen, wenn du alleine gehst. Ich werde dir zwei Magier zuweisen, die dich begleiten werden. Palum! Porum! Palim, Palim! Oder so ähnlich. Du hast uns gerufen? Wo ist Palum? Palum, komm raus jetzt! Da ist er ja schon. Mann, ich kann nicht glauben, dass ich diesem Bastard helfe. Sei dankbar dafür, dass Mysidias Wunder Palum dich begleitet. Das sind die Magier, von denen du gesprochen hast. Ja, Porum und ihr Zwillingsbruder Palum. Sie befinden sich noch in der Ausbildung, aber ich bin mir sicher, sie werden dir eine große Hilfe sein. Naja, tada, sehen wir ja dann. Das macht 1000 Gil pro Stunde für meine Dienste. Beginnt ab jetzt. Das klingt doch schon mal... Das kriege ich, glaube ich, hin. So viel Geld habe ich dabei. Palum, gib das als Teil... Seh das als Teil deines Trainings an. Mein Name ist Porum. Ich bin erfreut, Sie zu treffen, Sir. So förmlich. Palum, ich muss Sie willkommen heißen. Ja, sehr gut. Was geht, Dude? Ja, macht wohl einer auf lässig und cool. Hey, geil. Der Schwarzmagier Palum und die Weißmagierin Porum haben sich uns angeschlossen. Nun geht zum Berg Ordeals. Palum, Porum, tut alles, was in eurer Macht steht, um Cecil zu helfen. Okay, und damit haben wir zwei neue Charaktere dabei. Wir schauen mal eben ganz kurz rein. Ausrüstung werden wir gleich noch verändern. Wir sehen hier, Porum ist die Weißmagierin. Ein Stab in der Hand. Hat die Zauber bis jetzt, was hat sie denn, Q1? Also nicht so die tollen. Da müssen wir auf jeden Fall da nochmal was tun, bevor es auf den Berg geht. Das ist schon mal sicher. Und der Schwarzmagier Palum hat auch nicht so tolle Zauber bis jetzt. Auch die ganz einfachen. Da müssen wir auch noch dringend dran. Eine Ausrüstung dann, wie gesagt, auch noch. Machen wir aber alles gleich. Der Schwarzmagier hier neben hat jetzt noch was anderes zu erzählen. Ich werde dir vertrauen, wenn du ein Paladin geworden bist. Das klingt doch schon mal üblich. Du musst alles von dir geben, damit dich das heilige Licht erfüllt. Nimm alles von mir. Ein Paladin ist die Antithese eines Dunkelritters. Quasi das komplette Gegenteil. Okay. Mount Ordeals liegt im Osten. Ob jemand in der Lage ist, das heilige Licht zu erlangen und ein Paladin zu werden, wird sich zeigen. Ja, das wird sich zeigen. Ob wir das schaffen, gucken wir mal. Du musst die Prüfung auf Berg Ordeals überstehen und dich deinem dunklen Rittertum lossagen. Das haben wir so weitestgehend vorher, das stimmt wohl. Mit dem dunklen Schwert wirst du keine Chance haben gegen die Schwärme Untoter auf Berg Ordeals. Okay, das klingt schon mal nicht so gut. Schauen wir mal. Das mit der Teufelsstraße haben wir ja schon mal gelesen. Was sagst du uns jetzt? Blankety Blank! Du wirst ein Paladin werden? Niemals! Okay, ist immer noch nicht überzeugt. Aber wenigstens springt er nicht mehr weg. Jetzt können wir uns aber nochmal im Rüstungsladen umschauen. Pech gehabt. Die meisten Waffen und Rüstungen hier kannst du nicht benutzen, solange du kein Paladin bist. Aha. Jetzt wissen wir auch, warum wir das nicht nutzen können. Aber wir können hier
was anderes kaufen. Und ich glaube, ist vorher noch was anderes. Erstmal verkaufen. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Diesen Stab hier. Kommen wir mal. Allen verkaufen wir auch mal. Brauchen wir alles nicht. Ich wollte das eigentlich alles zum Chocobo gehen. Aber da komme ich gleich erst hin. Wir kaufen hier erstmal zwei, wollte ich eigentlich kaufen. Oh, nochmal. So, die Zahl will ich verändern. Zwei verändern! Das hier machen. So, zwei. Noch zweimal den Gaia Gear. Und zweimal das Silver. Möchte ich auch noch kaufen. Damit sind dann unsere beiden Neuankömmlinge erstmal soweit gut ausgerüstet. Was die Rüstung mehr angeht. Im Waffenladen. Ich glaube, einen Bogen habe ich noch. Nehmen wir das schon wieder voll. Unglaublich. Ich werde das mal eben rausschneiden, werde noch was verkaufen. So, nochmal ein bisschen was gerade sortiert. Ich möchte hier noch gerne einen Bogen kaufen. Und auf jeden Fall noch ein paar heilige Pfeile. Nein, jetzt ist mein Inventar wahrscheinlich wieder voll. Ja, verdammt. Fehler gemacht. Na egal, ich werde das jetzt hier nochmal eben kurz tätigen und dann melde ich mich gleich mal wieder. So, endlich geschafft. Das ist ja hier ein Hin und Her mit diesem Inventar. Ich zeig's nochmal ganz kurz her. Porum hat jetzt, ja, 99 heilige Pfeile, den Crossbow ausgerüstet, den Magus, Gaia Gear und Silver. Selbe Rüstung hat auch Palum an und er hat einen Kurzbogen und auch heilige Pfeile mit angewählt. Beide stehen in der hintersten Reihe, das ist sehr gut. Das belassen wir dann auch dabei. Das ist ja echt ein bisschen umständlich hier mit diesem ganzen Menü hin und her gefuchtel. Vor allen Dingen, es ist ja nicht automatisch, dass das dann irgendwie so aufeinander gelegt wird, was die Pfeile her angeht, wenn man 10 kauft, dann nochmal 10 kauft. Die sind dann 10 und 10 im Inventar. Das weiß nicht warum. Da muss man das dann noch manuell ein bisschen sortieren. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, aber egal. Was machen wir denn jetzt noch? Wir wollen noch einmal ganz kurz hier. Gibt es noch was Lustiges? Der eine Schwarzmagier erzählt nämlich hier. Hat ja vorhin erzählt, dass er 5 Kinder hat. Und er so: Bitte töte mich nicht! Ich habe 6 Kinder zu. Was? Du gehst zum Berg Odils? War ja lustig. Musste ich ein bisschen grinsen. Was? Ein Paladin? Bah! Er ist immer noch betrunken. Der Typi hier. Vertraue ihm nicht, Porum! Er ist nichts weiter als ein kaltblütiger Killer. Und guck mal hier, der Nemingway ist auch da. Ich weiß gar nicht, ob er bei ihm da schon stand. Habe ich ihn, glaube ich, nicht hergezeigt. Wir können immer noch Namen ändern. Wollen wir aber immer noch nicht. Also, Schnauze. Du, ein Paladin. Tja, keine Chance. Alle glauben sie nicht an uns. Okay. Könnten wir uns schon... Nein, wir sind, glaube ich, noch soweit ganz gut im Saft. Begeben wir uns erst einmal vor die Tür und dann würde ich gerne den einen Gegner nochmal herzeigen, den es hier gibt. Jo, und wir machen uns einfach mal auf den Weg Richtung Mount Odils. Ja, und laufen dabei gleich dem Gegner in die Arme, den ich meinte. Sein Name ist Su. Wir haben ihn vielleicht schon, oder vielleicht erinnert ihr euch, ganz zu Anfang schon getroffen auf dem Luftschiff der Rotschwinge, als Cessin seine Macht demonstriert hat. Da hatte der Su aber nur einen HP, wohl bemerkt. Hier hat er jetzt ein bisschen mehr, 941, um genau zu sein. Und ich glaube, kann ja schon mal in Ruhe angreifen. Er hat die Ability, eine zweifache Attacke durchzuführen. Wir können von ihm das Item Feather bekommen nach dem Kampf bzw. den Ausrüstungsgegenstand. Und die Schwäche an ihm sind Wurf bzw. Bögen. Da die beiden kleinen Magier natürlich noch nicht so gut im Saft sind, machen sie nicht allzu viel Schaden. Und ich glaube, ich habe mein neues Schwert noch gar nicht ausgerüstet. Ganz vergessen, gucken wir mal. Können wir ja während des Kampfes tun. Wo ist denn das Death? Death, 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 Death. Hallo? Habe ich es doch schon ausgerüstet? Hat er das automatisch ausgerüstet?
sehe es gerade nicht. Dark. Wo ist denn Death? Gibt's noch gar nicht. Werde ich gleich nochmal im Menü gucken. Machen wir den hier erstmal kalt. Juhu. Und ja, der Typ gibt massig Erfahrungspunkte. Sehr gut zum Leveln für Porum und Palum zu dem Zeitpunkt. Ja, lustige Sache. Ich kann das Gott sei Dank noch... ja, nochmal wieder gut machen. Und zwar habe ich ja in Burg Fabul das Schwert Death bekommen. Das Lustige daran ist jetzt aber, mein Inventar war voll. Und ja, ich habe es quasi liegen lassen, wenn ich das jetzt so richtig sagen kann. Gott sei Dank ist mein Speicherpunkt noch vorhanden. Das heißt, ich werde auf jeden Fall da nochmal bis hierhin spielen müssen, damit ich das neue Schwert auch habe. Ist jetzt ein bisschen doof, aber naja, ist ja erstmal egal. Wir begeben uns einmal noch, ja, erstmal hier wieder Richtung Mount Ordeals. Und wenn ich dann da bin, wird die Folge sowieso erst einmal beendet. Denn auf Mount Ordeals geht es ganz schön zur Sache und ist ein längerer Story-Abschnitt. Der passt hier leider nicht mehr mit in diese Folge. Und ich muss sagen, dass diese beiden Magier hier sehr, sehr schwach sind. Also nach jedem Kampf ist hier unbedingt heilen angesagt. Sonst hat das ein böses Erwachen im Kampf. Ja, sehen wir schon die ersten Ausläufer des Berges Ordeals. Und hier ist unser rettender Hafen fürs Erste, denn... ich kann hier mein Item-Vorrat mal ein bisschen sortieren und aufräumen. Und zweitens rennt hier ein weißer Chocobo rum. Was gut ist für unsere beiden Magier, hier können sie immer ihre MPs wieder auffrischen. Das ist schön. Und es mir war doch so, dass in jedem Wald ein Gieser liegt. Ja, da liegt's wieder. Gut. Wir gehen aber erstmal wieder vor die Tür und beenden die Folge hier an dieser Stelle. Nächste Folge geht's dann los auf Berg Ordeals. Wir wollen ein Paladin werden. Ob wir das dann schaffen und was dort alles so vor sich geht, gegen wen wir alles kämpfen müssen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder, dass du eingeschaltet hast. Und ja, bis zur nächsten Folge.